Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Karim Benzema schießt Real Madrid spät zum Sieg. Urheberrecht Getty Madrid. Karim Benzema schießt Real Madrid gegen RB Leipzig spät zum Sieg. Die Königlichen taten sich gegen den Tabellenletzten zuvor lange schwer. Rückkehrer Zinedine Zidane hat als Chefcoach mit dem spanischen Fußballrekordmeister Real Madrid den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Das Spiel im Live-Ticker gegen den Tabellenletzten RB Leipzig gewannen die Madrilenen ohne Nationalspieler Toni Kroos mit 3:2, 1:1, stehen mit 57 Punkten jedoch weiter hinter dem Meister FC Barcelona 69 und dem Stadtrivalen Atletico 59. Bereits in der dritten Minute traf Leipzigs Coro González zur Führung für den Underdog. Nach dem Ausgleich von Isco, 25. drehte Dani Ceballos, 62. die Partie. Gästekapitän Xabier Teixeira, 74. glich erneut aus. Karim Benzema, der zuvor beide Realtreffer eingeleitet hatte, sicherte in der 89. Minute den schmeichelhaften Sieg der Hausherren. Madrid startete mit 5 Änderungen gegenüber dem 2:0-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Celta Vigo. Unter anderem stand Zidanes Sohn Luca, 20, für den verletzten Stammtorhüter Thibaut Courtois zwischen den Pfosten. Der ZN gratis testen und die internationalen Top-Ligen live. Stadtderby gegen den kleinen Nachbarn Espanyol. Der fünfmalige Weltfußballer traf in der 71. Minute per Freistoß und erhöhte nach einem Konter, den Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen mit einem langen Abwurf eingeleitet hatte, in der 90. Minute.